Für die FDP-Fraktion spricht nun der Kollege Dr. Guido Westerwelle. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Regierungserklärung und dass diese Regierungserklärung hier stattfindet, das ist eine angemessene und auch notwendige Reaktion auf die wirklich außerordentlich angespannte Lage. Und ich will vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Garantieerklärung, die am Sonntag von der Bundeskanzlerin und vom Bundesfinanzminister für die Bürgerinnen und Bürger gegeben worden ist, erklären, dass es keine Auseinandersetzung hier in diesem Hause zwischen Regierung und Opposition. Es geht hier auch nicht um einen Parteienstreit. Es geht um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger darauf, dass die Sparguthaben sicher sind. Die Bundesregierung sagt, sie steht dafür ein. Und wir fügen hinzu, auch wir von der Opposition stehen dafür ein. Darauf wissen die Bürgerinnen und Bürger sich zu verlassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist deshalb notwendig, weil, meine Damen und Herren, natürlich in einer ungewöhnlichen Maßnahme die Bürgerinnen und Bürger auch geschützt werden müssen. Aber wir wollen hier genauso klar machen, wir schützen mit diesen Steuergeldern und diesen Zusagen die Bürgerinnen und Bürger, wir schützen die Sparer und ihre Einlagen, wir schützen aber nicht den Jobs einiger Banker. Und vor allen Dingen, meine Damen und Herren, sind wir nicht bereit zuzusehen, dass diejenigen, die privat in der Wirtschaft so versagt haben, jetzt auf Kosten von Steuergeldern damit auch noch vergoldet davonkommen. Das ist notwendig und muss hier auch klar angesprochen werden. Aber, meine Damen und Herren, ich will Ihnen umgekehrt genauso sagen, das Prinzip Verantwortung, das Sie hier anmahnen, das ist ein Prinzip Verantwortung, was natürlich nicht nur für diejenigen gilt, die in der Wirtschaft sich falsch verhalten haben, sondern es gilt ausdrücklich auch das Prinzip Verantwortung für diejenigen, die bei der Staatsaufsicht absolut dilettantisch gearbeitet haben, und zwar nicht seit Wochen, sondern in Wahrheit seit über einem Jahr, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie sprechen, Frau Bundeskanzlerin, davon, dass die Bundesregierung daran arbeite und sich darüber Gedanken mache, wie die Staatsaufsicht verbessert werden könne. Ich will auf der anderen Seite aber genauso klar sagen, wenn Sie Defizite bei der Bankenaufsicht beklagen, beklagen Sie Defizite bei der Bundesregierung, bei sich selbst. Sie sind die politische Verantwortung für die Bankenaufsicht. Und wenn Sie die Bankenaufsicht kritisieren, dann kritisieren Sie die Regierung, der Sie vorsitzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vertrauen stärkt nur, wer Rede und Antwort steht, und Vertrauen stärkt nur, wer auch mit den Risiken dann offen umgeht, anstatt sie zu verschleiern. Und das ist etwas, was auch an dieser Stelle klar gesagt werden muss. Vertrauen riskiert, wer von Stein zu Stein stolpert, wer mit der Wahrheit nur scheibchenweise herauskommt. Sie hätten durch Schaden längst klug sein können. Die Salamitaktik, die Sie bei dem KfW-IKB-Skandal an den Tag gelegt haben. Das ist dieselbe Salamitaktik, die wir jetzt wieder bei Hypo Real Estate fast von Tag zu Tag erleben. Wir wissen nicht, was die Bundesregierung weiß oder zu welchem Zeitpunkt sie über das Ausmaß der Affäre wussten. Wir wissen aber, dass sie ihrer Verantwortung als Bankenaufsicht endlich besser gerecht werden müssen. Und das ist keine wohlfeile Kritik im Nachhinein, sondern diesen Systemfehler haben wir von Anfang an schon seit Jahren in diesem Hause immer und immer wieder angemahnt. Und spannend ist, dass jetzt die Sozialdemokraten und die Grünen bei dem Thema Bankenaufsicht und vor allen Dingen auch bei der mangelnden Bankenaufsicht jetzt hier ihre Zwischenrufe machen, will ich es mal vorsichtig formulieren. Ich sage Ihnen das deshalb, weil ein einziger Blick in das Archiv des Deutschen Bundestages wird Ihnen eins zeigen. Diese Doppelstruktur und das bürokratische Gegeneinander von zwei Bankenaufsichten,
Das ist in diesem Hause von Union und von FDP kritisiert worden. Sie haben es 2002 gemeinsam mit den Stimmen der PDS als Rot-Grün hier beschlossen. Und ich bleibe dabei, leider haben wir mit unseren Bedenken recht gehabt. Diese Bankenaufsicht lähmt sich selbst und sie muss endlich vereinheitlicht werden, unter einen politischen Hut kommen. Und das ist aus unserer Sicht die Bundesbank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Eichel. Bitte, Entschuldigung. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Eichel. Selbstverständlich, bitte sehr. Herr Kollege Eichel, ich habe Sie nur nicht verstanden. Herr Wähler, ist Ihnen nicht in Erinnerung, dass die Änderung der Bankenaufsicht nur mit Zustimmung des Bundesrates möglich war, dass diese Zustimmung übrigens nur erreicht werden konnte in einer Sitzung des Bundesrates, in der die CDU-CSU regierten Bundesländer und die, die mit ihnen in Koalition waren, den Bundesrat verlassen hatten. Anderenfalls hätte nicht einmal dieses Gesetz die Zustimmung des Bundesrates gefunden. Das ist die Wirklichkeit. Sie haben blockiert ohne Ende FDP und CDU-CSU im Bundesrat. Und genau diese Struktur, die ich bin in das Gesetzgebungsverfahren mit einer einzigen Struktur gegangen. Das war die Wirklichkeit und nicht das, was Sie jetzt erzählen. Herr Eichel, Herr Kollege Eichel, ich kann verstehen, dass Sie mit Ihren damaligen Schandtaten heute nichts mehr zu tun haben wollen. Aber ich sage das hier in großer Klarheit. Ich war damals schon Parteivorsitzender und ich weiß, wie damals die Verhandlungen waren. Ich will Ihnen mal sagen, wie in der Debatte damals hier im Deutschen Bundestag gefochten wurde. Die FDP ist der Auffassung, dass die Deutsche Bundesbank die Bankenaufsicht übertragen bekommen sollte. Die Doppelzuständigkeit hat sich nach unserer Auffassung nicht bewährt. Das ist hier alles vorgetragen worden. Sie waren gewarnt. Sie wussten, dass das ein Konstruktionsfehler ist. Reden Sie sich nicht raus. Sie haben aus politischen Gründen sich für diese Doppelstruktur entschieden. Seit Jahren warnen wir davor, dass das keine funktionierende Aufsicht ist. Und ich sage es Ihnen mit großer Klarheit. Eine Staatsaufsicht, die jede Sparkassenfiliale kurz und klein durchsucht, aber bei einem DAX-Unternehmen in einen Dornröschenschlaf fällt, die hat versagt. Und dafür tragen diejenigen Verantwortung. Auch Sie, Herr Kollege Eichel. Jede Volksbank wird durchsucht, jede Sparkasse wird schikaniert. Aber bei den DAX-Unternehmen schaut man nicht hin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Kollege Westerwelle, gestatten Sie eine weitere Frage des Kollegen Eichel? Ich bitte Sie selbstverständlich, Herr Kollege Eichel. Herr Kollege Westerwelle, wir können das ja zusammen noch mal nachprüfen. Ist Ihnen bekannt, dass der damalige Bundesbankpräsident Tietmeyer es ausdrücklich abgelehnt hat, für die Bundesbank die Bankenaufsicht zu übernehmen, weil er eine Interessenkollision gesehen hat? Und ist Ihnen bekannt, dass nachdem klar war, dass wir und zu Recht das Zukunftsmodell einer Allfinanzaufsicht wählen, auch der folgende Bundesbankpräsident erklärt hat, dass eine Allfinanzaufsicht nicht von der Bundesbank ausgeübt werden kann? Das ist nämlich die Wirklichkeit. Ja. Herr Kollege Eichel, ich habe da ein ganz anderes Parlamentsverständnis. Ich finde, dass die Gesetze vom Deutschen Bundestag gemacht werden, mit oder ohne Zustimmung des Bundesbankpräsidenten. Noch tragen wir für die Gesetze Verantwortung. Und Herr Kollege Eichel, da Sie ja gefragt haben, was mir alles bekannt sei, ist Ihnen eigentlich bekannt, dass das, was Sie hier noch vertreten, von Ihrem Nachfolger im Amt des Finanzministers längst nicht mehr vertreten wird. Es wird genau zur Beseitigung der Doppelstruktur kommen. Besser spät als nie. Hätten Sie früher gehandelt, hätten Sie diesen Unfug nicht beschlossen, wäre uns möglicherweise einiges an Kosten für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erspart geblieben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Problem ist nicht nur ein Problem des geschichtlichen Streits an der Stelle,
sondern das Problem ist, dass das Auswirkungen für die Gegenwart hat und dass uns das in Wahrheit immer noch als Denken verfolgt. Sie haben im letzten Jahr, das ist nicht mal ein Jahr her, im November des letzten Jahres hier im Deutschen Bundestag, leider auch in der neuen Regierungskoalition, beschlossen, wörtlich einen Gesetzentwurf eingereicht, der auch beschlossen wurde, jetzt mit den Stimmen der neuen Mehrheit, nach 5 Jahren Allfinanzaufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht besteht kein Zweifel, dass sich deren Konzept voll bewährt hat. Werden Sie doch wenigstens jetzt aus dem Schaden klug. Das ist das Mindeste, was die Bürgerinnen und Bürger von Ihnen verlangen können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nun heißt es an der Stelle, meine Damen und Herren, dass die Staatsbehörde mit 1.600 Mitarbeitern nicht in der Lage gewesen sein soll, weil die zu prüfende Tochter schließlich in Irland ihren Sitz hätte. Auch darauf muss man einen Augenblick noch mal eingehen. Was heißt das denn? Das heißt, dass der deutsche Steuerzahler ein Bürgschaftspaket schnürt von 35 Milliarden Euro und dass er nicht einmal im Gegenzug verlangt, dass diejenigen, die eine Bürgschaft bekommen, komplett alle ihre Bücher offenlegen. Das ist auch ein bemerkenswerter Vorgang, dass eine Handvoll Prüfer einer privaten Bank innerhalb von Tagen Löcher finden, die einer Staatsaufsicht seit Monaten verborgen geblieben sind. Das zeigt abermals, das ist Staatsversagen an dieser Stelle, und dafür trägt die Regierung Verantwortung. Und bei allem staatstragenden Verantwortungsbewusstsein der FDP, aus dieser Verantwortung werden wir sie nicht entlassen, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Bundesregierung, trotz jeder weihevollen Rede hier. Sie haben bei der Bankenaufsicht bisher nur Krisenreaktion, aber keine Krisenprävention. Und Sie haben, meine sehr geehrten Damen und Herren, in vielen Bereichen auch noch nicht das angebracht und aufgebracht, was aus unserer Sicht als Konsequenzen genannt werden müsste. Wir wissen, dass es Ratingagenturen gibt. Das ist für diejenigen, die in dem Thema auch vielleicht nicht ganz so drin sind, natürlich ein Buch mit 7 Siegeln, private Agenturen, die Unternehmungen und Banken und deren Wertigkeit einschätzen. Viel zu oft und viel zu regelmäßig mussten wir darauf hinweisen, dass hier auch Interessenskollisionen vorgezeichnet sind. Der Vorschlag einer unabhängigen Stiftung, gewissermaßen eine Stiftung Warentest für den Finanzmarkt, er liegt auf dem Tisch. Ich würde mich schon sehr dafür interessieren, was die Bundesregierung denn für eigene Vorschläge hat, um auch dafür zu sorgen, dass Ratingagenturen nicht eine solche, manchmal auch interessensgeleitete Macht erhalten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja richtig, Frau Bundeskanzlerin, und auch absolut notwendig, dass Sie hier darüber sprechen, dass die Bilanzierungsregeln auch kurzfristig verändert werden müssen. Ich habe Ihnen das gestern gesagt, es bleibt auch dabei. Da haben Sie die volle Rückendeckung. Und wenn Sie den Weg gehen, beispielsweise auch über nationales Recht schneller zu handeln, weil man nicht überall in Europa warten kann, das werden wir natürlich auch mittragen. Wir wissen, dass das in der Tat eine schnelle Angelegenheit ist. Nur, Frau Bundeskanzlerin, dann müssen Sie aber auch wenigstens kennen, was wir noch 2 Tage vor der Landtagswahl in Bayern hier im Hohen Hause besprochen haben. Da ging es nämlich um eine Neuregelung der Bilanzrichtlinien, das sogenannte Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz. Und genau das, was Sie jetzt zu Recht kritisieren, steht in Ihrem eigenen Gesetzentwurf drin, den wir hier vor etwas mehr als einer Woche beraten haben. Wir sagen Ihnen schon die ganze Zeit, bleiben Sie auch gerade, was das Vertrauen angeht, bei den bewährten Prinzipien des Handelsgesetzbuches in Deutschland. Und jetzt sind Sie selber dabei und führen amerikanische Prinzipien hier ein, vor deren wir hier in diesem Hause gewarnt haben. Und auch das gehört zur Wahrheit dazu, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schließlich hätten wir schon gerne gehört und auch erfahren, Frau Bundeskanzlerin, was wird denn jetzt aus dem Haushalt? Wir haben ja eine Regierungserklärung gehört, eine Regierungserklärung mit vielen Beschreibungen von Problemkreisen. Aber das, was für Sie politisch handwerklich auch daraus folgt, für die Regierung, für die Große Koalition,
Das ist bisher nicht gesagt worden. Was heißt die jetzige Krise für den Bundeshaushalt, den wir alle gerade beraten? Sie müssen doch jetzt wenigstens zu diesem Zeitpunkt Ihren eigenen Bundeshaushalt ehrlich machen. Sie wissen, dass Sie die Einnahmen nicht bekommen, die Sie in die Finanzplanung hineingeschrieben haben. Ja, wenn Sie wissen, dass Sie die Einnahmen nicht kriegen, dann müssen Sie wenigstens jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mit uns gemeinsam daran arbeiten, dass der Haushalt ehrlich wird und dass bei den Ausgaben reduziert wird. Es kann gar nicht anders sein. Das Mindeste, was man erwarten darf, ist, dass Sie Ihre Finanzplanung umstellen, weil jeder weiß, dass diese Finanzkrise nicht ohne Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit auch nicht ohne Auswirkungen auf den Bundeshaushalt bleibt. Und schließlich und letztens, Frau Bundeskanzlerin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben die Koalitionsrunde und die Ergebnisse gelobt, das ist Ihr gutes Recht. Wir wissen und wir spüren, dass diese Finanzmarktkrise zu einem Problem auch für die reale Wirtschaft werden wird. Und wenn wir das wissen, dann müsste jetzt die Politik alles unternehmen, was Wirtschaft und Wachstum stärkt, und alles unterlassen, was Wirtschaft und Wachstum schwächt. Dass Sie trotzdem die Lohnzusatzkosten durch die Gesundheitspolitik erhöhen, ist in diesen Zeiten ein schwerer Fehler. Dass Sie trotzdem bei der Erbschaftssteuer einen Anschlag gegen die Familienunternehmen vorbereiten, ist ein schwerer Fehler. Ist ein schwerer Fehler. Und aus dieser Verantwortung werden wir Sie nicht entlassen. Wir kennen als FDP unsere staatspolitische Verantwortung, aber wir werden als Opposition nicht darum herum können, Sie und Ihre Verantwortung auch zu stellen. Es reicht nicht zu sagen, diese und jene Maßnahme ist möglich. Sie haben keinen Plan A, Sie haben auch keinen Plan B. Sie stolpern von Problem zu Problem, und in Wahrheit fehlt es das an Konzepten. Und das ist das Mindeste, was man hier heute erwarten darf, bei allem, was wir gemeinsam auch dann gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu schultern haben. So können Sie uns nicht davonkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren.